Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD Version. So, ich experimentiere immer noch ein bisschen rum, auch mit meinen Soundverhältnissen. Ich hoffe, euch beliebt das gerade ein wenig mehr. Okay, dann rennen wir mal zurück nach Kakariko. Soll heißen, ich lasse Lutz ein wenig rennen. Okay, hoppala. Diese komplett runden Sticks von der Wii U sind nicht so genau. Ich habe das irgendwie, keine Ahnung, es kann daran liegen, dass ich ein wenig von Stampfen gehen hätte. Kann daran liegen, dass ich ein wenig von Smash Bros. Zerrüttet bin, aber ja, ein Stick wie GameCube mit Kanten drin, um sich in den verschiedenen Abwinkeln zu justieren. Das ist schon irgendwo so ein bisschen godlike. Okay. Jetzt hab ich mich selber gesagt. Pisst euch alle! Das ist meine Steppe. Alles ist geil hier. Yay! Lauf, mein Gaul, teuer Freund, meine ich. Das ist, Gott. Ich habe nach der letzten Session, habe ich nicht so viel aufgenommen, weil, die Karte, die ich über Amazon gestellt habe, noch ein bisschen gebraucht hat. Ich hab's vermisst. Ich habe es sehr vermisst. Boom. Hier müsste es doch auch irgendwo Goldinsekten geben. Goldinsekten? Ich weiß, da oben gibt's eins. Verpisst euch doch mal. So, eigentlich sollte hier ein Goldinsekt sein. Eigentlich. Oder gibt's sie jetzt nur noch... Oh? Oder gibt's sie jetzt nur noch nachts? Oder bin ich falsch? Wir cruisen mal. Ach, schaut mal, was es da oben Schönes gibt. Verpiss dich mal. Ich hab hier Work to do. So, das Herzteil. Okay, der Ankerpunkt da, mit dem können wir noch nicht viel anfangen. Nö. Nö, können wir nicht. Was ist hier los? Nix mit Bomben, ja? Schöne dicke Steine wegbomben. Und wir haben ja leider das Lager von Burns Bombodrom gesprengt, also nichts mit wegbomben. Genau. Genauso wenig hier. Da ist ein Goldinsekt. Lass mich in Ruhe. Ich will das Insekt haben, Mann. Keller Aslan männlich gefangen. Hast du Stress mit mir oder was? Toria! Hurensohn. Schönen Herz abgezockt, weißt du? Wasser. Okay. Dann müsste das andere Insekt hier auf der Seite irgendwo rumpimmeln. Da ist es. Gut, dann habe ich mich bei dem Baum geirrt. Ja, hallo. Joink. Eine weibliche Keller, als jetzt sind die beiden zusammen. Ach, ist das schön und herrlich. Ja. Yay. Ist das niedlich. Okay. Auf nach Kakariko. So, Jungs.
Wie schaut's aus? Oh! Ich finde die Szene so scharf. Magie des Spiels. In Realtime wäre die arme Betty jetzt, glaube ich, schon ein wenig draufgegangen. Der Move so gut wie er die Schweißermaske runterklappt. Dead Rage Face. Ich meine, ich habe noch nie einen Link so ausrasten sehen wie den Link im Showdown von Skyward Sword. Und nein, ich meine nicht den Bossfight gegen Dingens, den Verbannten. Sondern, ich meine, wenn er richtig hasskick auf Girahim entwickelt, weil er Zelda gemobst hat. Das Gesicht, was sie ihm da verpasst haben, ist schon ziemlich krass. Aber das hier toppt auch einiges. Nur hier ist er jetzt gerade halt wieder so, oh, okay. Er hätte halt noch länger sauer sein müssen, dann wäre es cool geworden, dann wäre es richtig epic geworden, aber die Szene ist auch so schon gut genug. Okay, Jungs. Bring it. Scheiße, Feuerpfeile. Ich wollte mein Ordnungsschild noch behalten. Komm her, du Hurensohn! Wat, wat, wat? Komm her! Come at me, Bastard! Ich den ha! Was ist mit euch? Was willst du? Ah, fick dich! Kleiner Bastard! Ach, du warst doch nicht? Komm her! Lauf, Lutz, lauf, yeah! Ey, die hängt deine Titte aus dem Harnisch, du Hurensohn. Dass das Schwein überhaupt hochkommt, Alter. Na was? Plötzlich One-on-One? Klar, komm her. Wer zuerst zuckt, Arschloch. Choria! Yep. Kommst du an, oder was? Okay. Fick dich, Bruder. Fick dich. Und jetzt... Geil. Auf die Szene habe ich mich echt gefreut. Von dem, in der Pose von dem Twilight Link. Oh, Link? Und die anderen? Hi.
Ey, man kann das HD in den Augen der Kinder sehen. Diese seelenlose Leere dieser verdammten Dorfkinder kann man spüren. Dann ist ja gut. Betty, entschuldige, ich wollte dich nicht schubsen. Ich habe es jetzt endlich verstanden. Papa hat immer gesagt, ich soll ein starker Mann werden, so wie du, Blink. Es geht aber nicht nur um Kraft, sondern auch um Mut. Schöner Vergleich mit den beiden Triforce-Arten, Kraft und Mut. Blink, hast mich gerettet, oder? Ja, das habe ich, du kleines Arschloch. Unglaublich. Blink, du könntest sicher auch den Goronen in der Mine helfen, oder? Jep, das werde ich, du kleines Arschloch. Tschüss, Rasselbande. Und nun zu dir, Berg. Cool. Was ich meinte, es gibt ja auch von Link in dieser episch coolen Pose eine Statue. Die gab's mal für, als es den Sternekatalog von Nintendo noch gab. Jetzt gibt's ja was anderes. Schaut mal. Die gab's mal für 15.000 Sterne. Ich hab sie leider knapp verpasst. Ich hatte 14.000 noch was und ja, aber die Dinger verfallen ja auch leider und dann war leider wieder Ende. Ich habe insgesamt den Nintendo Sternekatalog nur für sehr wenig Zeug benutzt, muss ich zugeben. Aber yay. Ich habe auch echt nicht oft reingeguckt und den Ersatz dafür habe ich mir jetzt auch noch nicht reingezogen. Und der hat echt festgesteckt. So, dann gucken wir uns mal an, was diese bunte Kacke hier soll. Für den Fall, dass wir unser Schild jetzt schon verloren hätten, liegt dort ein Holzschild, das nicht gratis ist. Hey. Das ist doch keine Selbstbedienung hier. Das sind sehr wertvolle Waren. Wenn du etwas davon brauchst, bezahl auch dafür. Ich habe diesen Bankrottenladen hier übernommen. Du solltest auch etwas kaufen. Es kommt schließlich allen hier in Kakariko zugute. You bet I am. Eingeschränkte Verfügbarkeit. Wenn du ihn jetzt nicht kaufst, tut es dir vielleicht später leid. Der Hylia-Schild kostet 200 Rubine. Willst du? Sieh! Na gut, schätze, wir sind im Geschäft. Du hältst den Hylia-Schild! Drücke ZL, um zu verwenden. Er ist aus Eisen und hält auch den Flammenstand. Dann haben wir einen Holzschild. Einfacher Schild für den Alltag. Aus Holz. Deshalb leider nicht feuerfest. Rotes Elixier. Zur Genesung. Wenn du etwas möchtest, fülle ich es dir in eine leere Flasche. Ein Held kann ich zwar nicht werden, aber immerhin gebe ich den Leuten in meinem Laden, was sie wirklich brauchen. Ja, ein Eisenschild. Danke, du kleiner Fuckbengel. Dir auch noch viel Erfolg und so. Geil. Schön. Ich meine, es ist nicht kompliziert, den Ordon-Schild über das ganze Spiel über zu behalten, denn jetzt benutzen wir ja den scheiß Hylia-Schild. Also, klick. Yay. Ist relativ easy in dem Spiel den Hylia-Schild zu bekommen, wenn ich da an Skyward Sword denke. Gut, aber die haben mit den Schilden auch scheiße viel in die Kampfmechanik eingebaut und dann den Hylia als nur Imba-Schild, den durfte man dann auch nicht so einfach bekommen.
Was mit dir, du Mistkind? Wie tollkühn von Colin, dabei ist er doch sonst immer so ein Feigling. Aber er wird doch wieder gesund, oder? Oder? Nö. Aber ich frage mich, wo Maro sich herumtreibt. Dass er nicht einmal einen Krankenbesuch bei Colin macht. Ist in den Laden gegangen und hat gesagt, er will sich da was aufbauen. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Du solltest ihm auch mal den Kopf waschen, Blink. Ja, ja, das habe ich schon. Okay, habe ich schon. Passt, passt. Was ist hier los? Hotel Eld Inn. Ja, geil. Einzelzimmer, Huni. Inklusive Frühstück. Freier Eintritt in Naturtherme. Okay. Wenn hier los, ja? Oh ja. Hier zahle ich aber keinen Honig. Nur Staub in den Flaschen. Warum der rum? Warum ist er weg? Nur Staub. Was ist hier los? Oh, hey. Oh nein! Der Brief ist in die heiße Quelle gefallen. Nichts mehr zu lesen. Wenn er nicht trocknet... Spasti. Der kackt auch überall ab. Ich glaube, Mist. Ich meine, der kackt auch in der Scheune in Ordon ab und in der gleichen Pose und labert irgendeinen Blödsinn. Müssen wir in Ordon mal wieder vorbeischauen. Wir müssten eigentlich sowieso noch den verschiedenen Dorfbewohnern von den Kids erzählen. Das habe ich ganz vergessen im letzten Part in Bewunderung unserer Eisenstiefel. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Hi. Alles in Ordnung, er schläft nur. Wenn er sich weiter gut ausruht, wird er sicher bald erwachen. Und die beiden pflegen ihn ausgezeichnet. Hey. Ihr beiden, geht gefälligst ein wenig behutsam mit ihm um, ja? Direkt Weiberheld. Und Colin, musst du dir keine Sorgen machen, ich kümmere mich schon um ihn. Während du zum Berg der Geronen gehst, werde ich ihn schon wieder gesund pflegen. Und so, was sagt... Blink! Du wirst also zu den Geronen gehen? Dass du das für uns tust, das ganze Dorf steht tief in deiner Schuld. Ich kümmere mich um Colin, mach dir bitte keine Sorgen. Okay. Also, Feuerberg. Geronentime. Ich stehe auch auf die Mucke vom Berg. Also hier, obwohl wir gucken einmal kurz bei Burns vorbei. Ich meine, er hat glaube ich noch keine Bomben am Start. Nein, hat er nicht. Nur er ist schon wieder fleißig. Ach, du bist es. Hab noch einiges zu erledigen, bevor ich den Laden wieder aufmachen kann. Aber ich kann nichts machen, solange die Rohstoffe nicht da sind. Normalerweise haben die Goronen mich immer beliefert, aber jetzt? Ja. Soll heißen, geh und mach die Scheiße bei den Goronen fertig, du Idiot. Kriegst du auch Bomben. Normalerweise kriegt man, also zum Beispiel, also der Classic, Ocarina of Time. Clark Bombentasche im Goronentempel gefunden. Obwohl eigentlich, okay, gut, die Items in Ocarina of Time als kleiner Link, die waren auch in den Tempeln quasi relative Alltagsgegenstände. Ja, eine Bombe, eine Bombentasche, eine Zwille, der Bumerang, was man da so alles gefunden hat. Dass du die Dinger halt erst kaufen kannst, wenn, dass du die Dinger halt erst kaufen kannst, wenn, die Geronen wieder liefern. Und dass der Schatz in dem Geronentempel was anderes ist, sehr viel cooler. Lass dich nicht von meinem Schuhwerk irgendwie beeindrucken. Ich bin selbst stärker geworden. Meine glänzenden Stiefel sind nur Accessoire. Die haben überhaupt nichts mit meinem neuen Gewicht zu tun. Ich darf keine Geheimnisse verraten. Was? Los schon wieder? Du kannst kommen, so oft du willst. Nützt dir doch nichts. An mir kommst du nicht vorbei.
Blick. Verpiss dich, du Arsch. Rollin, rollin, rollin. Ciao. Bitch. Was willst du auch noch von mir, hä? Verpiss dich, Mann. Mit diesem Throw of Goron verabschieden wir uns aus der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr wartet so lange, bis meine neue Webcam irgendwie im Haus ist. Bis dahin sollte diese Session irgendwie reichen. Ich setze mich jetzt mal wieder ans Kamera verschieben und rendern. By the way, ihr habt ja in der letzten Episode gesehen, ich habe es ganz vergessen. Ihr habt ja in der letzten Episode gesehen, ich kann auch ohne Probleme Rahmen an unsere Webcam basteln. Gefällt euch mit oder ohne besser, beziehungsweise hat der Rahmen, den ich in der letzten Episode gezeigt habe, mit dem Black Link und dem ITC-Logo, hat der euch gefallen? Denn Lutz hat den entworfen und naja, es wäre eigentlich ein ziemlich cooles Branding, wenn wir Rahmen im gleichen Style verwenden würden. Oder sagt ihr, ey, fuck, was, nee, ist mir egal, ich muss deinen Namen nicht extra noch unter dir sehen. Ich weiß, wer du bist, wenn ich dir zugucke. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr nicht schon geliked, abonniert, kommentiert, geteilt habt, dann doch bitte darum. Vergesst Malek, Korinator, Facebook und Twitter nicht. Jeden Donnerstag ist eine Folge Dungeon, jeden Donnerstag eine Folge Dungeon Keeper von Malek. Und der arme Korinator hat momentan Erkältung und liegt wohl voraussichtlich, weiß ich nicht, wie lange hat man so eine Erkältung? Eine Woche. Aber danach gibt es auch wieder Videos von Korinator. Wir wünschen Lutz alles Gute, meinen treuen Freund und Reittier. Okay? Cool. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf YouTube oder unserem Kanal. Blink out.